Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Verena und ich begrüße euch in meinem kreativen Chaos. So, heute geht es darum. Ich habe noch nie mit Epoxidharz, Resin oder wie auch immer man das Zeug nennt, gearbeitet. Ich habe keine Ahnung davon. Habe aber dieses Set beim Action gesehen und habe mir gedacht, naja, das hat irgendwie 4-5 Euro gekostet. Gesagt, um es mal auszuprobieren, ist es ja in Ordnung. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob das wirklich alles das Richtige ist. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Das ist jetzt einfach nur, wir gucken, wie das Gem-Making-Kit von Action funktioniert. Wenn ihr also Leute, also wenn ihr da irgendwelche Erfahrungswerte oder irgendwelche Wissenssachen haben wollt, dann müsst ihr auf den Kanal gehen, der sich mit sowas beschäftigt. Ich habe keinen Plan. Ich versuche das jetzt einfach. Ich habe mir hier die Anleitung mal rausgenommen und Schritt 1, alles sauber machen. Ja, okay, passt. Schritt 2, man muss, also ich zeige euch erstmal, was drin ist, glaube ich. Ne? Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Wir haben hier diese Komponenten A, B, Resin und Härtner. Drei von diesen kleinen Messbecherchen. Da gehen insgesamt bis zum Strich. Hä? 7,5 Milliliter. Also 30 Milliliter gehen hier ungefähr rein. Holzstäbchen sind drin. Die sind auch relativ stabil und dick. Also, ja. Das könnte ich eigentlich mal aus der Hand nehmen, ne? Dann haben wir hier diese Gemstone-Form. Also das Video seht ihr erst in, für mich jetzt einer Woche, weil ich dachte, das muss nur 24 Stunden aushärten. Es muss aber 72 Stunden aushärten. Deswegen kann ich das nicht wie geplant morgen, sondern erst in einer Woche veröffentlichen, damit es auch wirklich hart, also ausgehärtet ist. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist hier diese Silikonform drin. Die fühlt sich auch ganz gut an. Also jetzt nicht irgendwie speckig oder so. Und es sind zwei Farben drin. Einmal Indigo und einmal Violett. Ja. Okay, also zuerst brauchen wir, um das hier alles zu füllen. Ach so, was auch noch drin ist, Entschuldigung. Handschuhe sind noch drin. Brauchen wir je 7 Milliliter von A und B. Wie viel sind hier eigentlich insgesamt drin? Das steht gar nicht drauf. Ah, keine Ahnung. Vielleicht 50 Milliliter oder so? Weil hier... Doch, ja, genau, hier steht es. 50 Milliliter sind drauf. Sind drin. So, ich ziehe jetzt meine Handschuhe an. So, und ja, ich war krank und ich fühle mich immer noch nicht wirklich gut, aber ich dachte mir, komm, ich kann jetzt nicht noch ewig kein Video drehen. Das ist ja blöd. Aber jetzt muss ich mir noch was für morgen überlegen. So, also, ich habe jetzt hier erstmal die Komponente A. So. Ist hier so ein Silberdeckelchen drauf. Das geht nicht mit Handschuhen. So, Schere. Also, was man da schon mal sagen kann, so ein Nupsi, um das aufzuziehen,
Wäre ganz gut gewesen. So. Okay, Handschuhe wieder an. Jetzt aufpassen, bloß nicht dappig sein und das Zeug hier umkippen. So, also da sollen jetzt 7 Milliliter rein. Ich muss das jetzt ein bisschen hochheben, damit ich das sehen kann. Also ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen. Tut mir leid. Uah. Bin jetzt bei 5. Na komm. Ja, das müssten 7 Millimeter sein. Milliliter. Millimeter als Füllangabe finde ich auch ganz süß. Ah, das geht einfacher. Das ist doch schön. So, jetzt haben wir hier diesen Härtner. Der kommt jetzt auch hier rein. Moment. Kann ich nicht genau sehen. Ich glaube, machen wir einen kleinen Schluck noch rein und dann passt das schon. So, hoffe ich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich jetzt hier auch den größten Fehler des Resinherstellens überhaupt. Ich hätte mir auch eine Waage holen können. So, jetzt wird Flüssigkeit 1 und Flüssigkeit 2 zusammengekippt. Also der Härtner, der ist flüssiger als das Resin. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das normal ist. Ich habe keine Ahnung, wie das, ob das so richtig ist. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir, wenn ich es nicht mal ausprobiere, weiß ich ja auch nicht, ob es mir gefällt. So. Los, nichts vergeuden. So, also dieser Härtner, der hat so eine leicht rosa Farbe. So, die Dinger müssen jetzt gleich mit Alkohol ausgespült werden. Und das soll jetzt hier 2 bis 4 Minuten in eine Richtung, soll das jetzt gerührt werden, bis die Flüssigkeit klar ist. Also, sie ist jetzt. Ja, man sieht so leichte Schlieren da drin und sie ist so ein bisschen. Ja, milchig würde ich jetzt nicht sagen. Aber. Ja. Ich rühre jetzt hier einfach mal. Achso, vielleicht sollte ich. Es ist halt blöd, wenn die Kamera so von oben ist. Ich kann es natürlich nicht drehen, dann fließt natürlich alles raus. Aber ja. So. Ich rühre jetzt einfach mal und wenn ich fertig gerührt habe, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt 2,5, 3 Minuten gerührt und es ist eine klare Flüssigkeit, die halt ein paar Bläschen hat, die nach oben steigen. Es sieht tatsächlich ganz hübsch aus. Also, ja, ob diese dass hier eine komplett klare Flüssigkeit ohne Bläschen sein können würde, weiß ich tatsächlich nicht.
Aber ja. So, dann haben wir dabei ja noch die Farben. Und weil ich keine Ahnung habe, werde ich jetzt einfach von beiden Farben was reintun. Steht hier, ich bin gerade am gucken, ob hier irgendwas drin steht, wie viel. Einige Tropfen. Okay, ich habe keine Ahnung. Einige Tropfen kann alles sein. So. Okay. Ich habe hier eine kleine Nadel. So, und jetzt gebe ich hier einfach mal 1, 2, 2 Tropfen Indigo. Und das mische ich jetzt mal ein bisschen unter. Oh, wow, okay. Und dann vielleicht noch ein Tropfen von dem lilanen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das später nicht einfach völlig grottig aussieht. Aber das werden wir dann sehen. Dann wissen wir zumindest, okay, so machen wir es nicht. Und so, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, welcher Deckel für was war, aber ich glaube, das ist egal. Also wie gesagt, ich habe keinen Plan, was ich hier tue. Aber ich finde es ganz spannend. So, und jetzt steht da irgendwas mit aus 4 bis 5 cm Höhe. Ja, wie soll ich das denn jetzt abmessen? Ich gebe das jetzt einfach mal rein. Das war zu viel. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Das sieht richtig cool aus mit diesem Farbmuster. Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Zu viel. Okay, wo kann noch was rein? Hier kann noch was rein. So, hier kann noch was rein. Da kann auch noch was rein. Da ist mir gerade was runtergetropft. So. Ich glaube, hier kann noch ein Tröpfchen rein. So ein Mini-Tröpfchen. Hier auch noch. So. Okay. Also, wenn ihr mich jetzt hier sehen könntet, ich hänge hier quasi auf dem Schreibtisch und schaue. Ich bin ja so ein bisschen scheel.
Und ja, kann nicht so gut gucken. Okay, also das ist jetzt hier noch übrig geblieben. Und laut Anleitung soll man das mit mindestens 75-prozentigem Alkohol. Ich habe jetzt hier nur den 70-prozentigen. Ich dachte, der reicht. Aber ich habe ja noch. Den hier. Damit sollte das doch auf jeden Fall sauber gehen. So. Wo habe ich meine Taschentücher hingelegt? Ah, da oben. So. Weil man soll jetzt nämlich irgendwie mit Papiertaschentüchern. Soll man hier erstmal das Zeug benetzen? So, den Tisch und den, keine Ahnung, den Spatel auch. Kann man den Spatel mehrmals benutzen? Wahrscheinlich schon, oder? So. Okay, also ab geht's auf jeden Fall. Also zumindest ein bisschen, klar, zieht ein bisschen was in die Farbe ein. In das Holz ein. So. Aber ich muss sagen, das macht schon Spaß. Also wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung. Jetzt habe ich mir die Brille eingesaut. Das ist nicht gut. Die brauche ich noch. Brillen sind nämlich ein teurer Spaß. Also mit Klamotten und sowas habe ich ja gar kein Problem, aber nicht meine Brille. Ach, Gott sei Dank. Weil so eine Brille kostet gern mal 400-500 €. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Nehmen wir noch mal eins. Also wenn ihr Erfahrung mit Resin habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich hier gerade einen totalen Mist gebaut habe. Und wie ihr so dieses Kit findet. Weil wie gesagt, ich habe halt einfach keinen Plan. Und ich dachte, um mir das mal anzuschauen, bevor ich mir da jetzt hier diese riesen Ausstattung besorge. Gucke ich mir das damit erstmal an. Aber ich muss sagen, so auf den ersten Blick ist das ganz lustig. So, das geht damit nicht mehr. So. Ist voll irritierend. Bei mir vorm Fenster steht gerade eine Frau, guckt auf ihr Handy. Wackelt so komisch hin und her. Aber so richtig. Sieht aus, als würde ich irgendwie im Sturm stehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ah, jetzt geht's weiter. Okay. So. So. Okay, also. Das muss jetzt irgendwie noch austrocknen, bevor ich es in den Hausmüll schmeißen kann. Das heißt, ich lege mir das jetzt an Seite,
Dann mache ich hier meinen Alkohol mal zu. Weil sonst bin ich besoffen, bevor hier irgendwas vonstatten gehen kann. Und so. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, wo lege ich denn das jetzt hin? Da hätte ich mir vielleicht mal vorher Gedanken drum machen sollen, ne? Huh? So. Aber es ist ziemlich fest. Also, dieses Silikon-Ding, das ist schon mal ganz gut. So, also, erster Eindruck. Ist witzig. Macht Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ja, was ihr jetzt so davon haltet, von diesem Set und ob euch das Spaß macht. Und hier ist noch ein bisschen bäh. Kann ich mir jetzt aber nochmal wegmachen. So. So. So, also, das wird jetzt erstmal. Aushärten lassen und für mich dauert das jetzt 72 Stunden, für euch sind es nur ein paar Sekunden und ja, ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Und wenn das was Cooles ist, bin ich gerade am Überlegen, ob ich das mit meiner Nichte mal machen kann. Meine Nichte ist halt, die ist halt schon 9, also das ist jetzt kein kleines Kind mehr. Also zumindest nicht in solchen Punkten. Und die bastelt auch gerne und ist da auch immer voll dabei. Aufpassen. Und ja. Okay, ich räume das jetzt weg. Wir sehen uns später. Ciao. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ach, das hatten wir ja schon. Und zwar habe ich ja im ersten Teil diese kleinen Gießharz-Dinger gemacht. Die Verpackung habe ich jetzt natürlich schlauerweise schon wieder weggeräumt. Und so gut weggeräumt, dass ich keine Ahnung habe, wo ich sie hingetan habe. Ach ja, aufräumen kann ich wunderbar. Aber, das habt ihr ja im ersten Teil gesehen. Und jetzt wollte ich euch mal die Ergebnisse teilen. Eins ist schon rausgeflutscht. Es stand nicht hundertprozentig gerade. Das habe ich dann aber erst gesehen, als es schon ein bisschen ausgelaufen ist. Das kann man hier sehen. Und ich habe heute auch schon ein paar Sachen aufgeschrieben, deswegen sehen meine Hände so aus. Also ich muss sagen, das ist richtig gut. Also das macht echt Spaß. Ich werde es auf jeden Fall, werde ich dann noch weitere Sachen mitmachen. Und schaut mal hier, da ist ja so ein kleiner Tropfen. Das sieht total hübsch aus, oder? Vielleicht mache ich auch einfach nur so ein paar Tröpfchen mal, die ich dann so als Embellishments für Karten und sowas mache. Das ist doch bestimmt auch eine coole Idee. Dann kann man dieses Epoxidharz noch für andere Sachen benutzen. So, jetzt wollte ich mal schauen, ob also langsam. Ich will jetzt auf jeden Fall schauen, was ich aus diesen Schmuckstücken denn so alles mache. Weil es sind ja tatsächlich Schmuckstücke, die haben ja auch ein, also hier sieht man, ja, da sieht man es. Also da kann man tatsächlich eine Kette durchziehen. Ich werde da jetzt keine, also ich trage keinen wirklichen Schmuck. Ich meine, meine Ringe passen mir nicht mehr. Und sonst trage ich Ohrringe, aber ich trage auch sonst kaum Ketten oder sowas. Deswegen ist es für mich, für Schmuck, eigentlich total sinnlos. Aber ich finde es an sich eine richtig schöne Sache. Also Ohrringe trage ich ja. Vielleicht mache ich mir hieraus ein paar Ohrringe. Das finde ich ganz nett. Was ich mir auch total schön vorstellen kann, ist zum Beispiel so als Schlüsselanhänger oder sowas. Also es war auch tatsächlich ziemlich schnell ausgehärtet. Also es hat wirklich diese 72 Stunden oder was. Und dann war das, also es ist wirklich fest. Also da tut sich nichts. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ob ich nicht das hier, also das, ich kriege das noch nicht mal. Ah, jetzt habe ich es.
So. Also es war jetzt wirklich Kraftaufwand, das zu machen. Das hier kann ich mir jetzt zum Beispiel ein bisschen abschleifen mit ein bisschen Schleifpapier. Also es ist wirklich sehr stabil. Und ich werde auf jeden Fall das ein oder andere bestimmt noch damit machen. Weil es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also wenn euch so das Epoxidharzgießen mal interessiert, kann ich euch dieses Set hier einfach nur mal... Also wie gesagt, ich habe, glaube ich, hat 5 Euro oder so gekostet. Also da könnt ihr auf jeden Fall ein paar Sachen mitmachen. Das ja, langt auf jeden Fall eine Zeit lang. Es langt eine Zeit lang. Ich habe wieder ein fantastisches Deutsch, ne? Und ja, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese... Huch, und tschüss. Ich halte mal was Weißes drunter. Ich glaube, dann sieht man es ein bisschen besser. Also das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es tatsächlich ziemlich durchgefärbt ist und nicht diesen Marmorierungseffekt hat. Man kann das hier nur ganz leicht erkennen. Aber ansonsten ist es halt wirklich eigentlich komplett durchgefärbt. Also das, da ist wenig mit Jongiererei und sowas. Hier bei dem Tropfen hier, da sieht man das tatsächlich ziemlich gut. Dass der so ein bisschen... Ja, so ein Effekt hat. Aber die anderen sind halt wirklich einfach blau. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde. Hier sieht man es noch so ein bisschen. Also, da muss ich wahrscheinlich einfach weiter üben. Aber ansonsten finde ich das wirklich toll zum Ausprobieren. Richtig klasse. Wie gesagt, ich hätte es jetzt nicht unbedingt mit... als Schmuck gebraucht, weil ich halt einfach ja keinen Schmuck trage, aber es gab keine anderen Sets. Und ja, das ist, ich weiß nicht, ob das was für kleine Kinder ist. Also mit meiner Nichte, die ist 9, mit der kann ich sowas machen. Aber mit meiner anderen Nichte, die ist jetzt 6, glaube ich, mit der kann ich das zum Beispiel noch nicht machen, dafür ist die noch zu klein. Ja. Also, was ich jetzt hieraus mache, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es gemacht. Und fand es echt, echt nett. Hat mir echt Spaß gemacht. Und ja, mal schauen, was mir dazu so einfällt. Wie gesagt, diese Epoxidpünktchen. Huch, das finde ich tatsächlich spannend. Da werde ich bestimmt welche machen. Und einfach nur so ein paar Tropsies und die dann irgendwie auf eine Karte oder sowas. Und ja, ich bin ja, also ich mache mir hier gerade ein Dezember-Daily und da, ist der nicht süß? Der ist aus dem Adventskalender von Create a Smile, den habe ich ja und ich bin total begeistert. Und wenn ihr meine Shorts guckt, ich übe übrigens noch, ich habe keine Ahnung, ob die gut sind oder nicht, ich übe noch. Da seht ihr das dann auch immer. Das ist von Tag 2. Dadurch, dass hier sehr private Einträge drin sind, denke ich, ist es für euch okay, wenn ich euch das andere nicht zeige. Zumindest nicht den Inhalt. Das Tierchen kann ich euch aber zeigen. Das war nämlich dieser süße Igel. Und ja, ich bin total in love damit. Und genau. Das hier wollte ich eigentlich hier quasi noch so mit reinpacken. Aber das war mir dann hier mit diesem Buch zu dick. Aber auf Karten stelle ich mir das echt cool vor. Also, daraus machen wir dann irgendwann mal zusammen. Ja, genau, das machen wir. Genau, das machen wir. Wir machen daraus zusammen kleine Embellishments, kleine Accessoires für unsere Karten. Ist jetzt, haben wir jetzt beschlossen, fertig. So. Also ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war auch informativ für euch, dass ihr da seht, was man so alles machen kann mit Dingen, von denen Frau keine Ahnung hat. Ich hatte, wie gesagt, auf jeden Fall Spaß und ja, würde sagen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend.
Lasst mir gerne ein Däumchen da, ein Kommentar, ein Abo, liebe Worte, Cookies. Cookies sind immer gern gesehen. Und wir sehen uns das nächste Mal in diesem Chaos. Ciao.